ausgehen, dass die Jamaika-Koalition zustande kommt. Wie stabil schätzen Sie, wenn es zustande kommt, wie stabil wäre die dann Ihrer Meinung nach? Also würden die 4 Jahre durchstehen oder würden Sie nicht damit rechnen? Das ist so wie Radio EU in Iran, so im Prinzip ja, aber ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie sich die gesamte politische Situation im Lande entwickelt. Und vor allem auch, welche Entwicklung wir als AfD nehmen werden. Also im Moment wissen alle, wenn es Neuwahlen gäbe, kann keiner davon profitieren. Das würde ich im Grunde genommen die dafür verantwortlich sind, dass diese Koalition nicht zustande kommt. Und wir sehen auch jetzt schon, dass die Umfragen auch runtergehen für die Parteien, die dort verhandeln. Die wissen, dass wenn sie heute das scheitern lassen oder demjenigen, dem man es anheften kann, dass er dafür verantwortlich wäre, für das Scheitern, die würden abgestraft vom Wähler. Und alle wissen, unsere Umfragen stehen zurzeit bei 13%. Da ist sicherlich Luft nach oben dann in so einem Fall auch für die AfD. Und alle wissen im Grunde genommen, würden sie am Ende wieder da enden, dass sie in eine Jamaika-Koalition oder große Koalition gezwungen werden. Deshalb hat keiner im Interesse. Sie werden natürlich alle darauf achten, welche Entwicklung die AfD nimmt. Wenn wir ein stabilisierendes Parteiensystem und auch bei den nächsten Landtagswahlen erfolgreich sind, denke ich, dass die Jamaika-Koalition länger halten kann und auch die 4 Jahre überstehen könnte. Die Frage wird sein, was wird in der Mitte der Legislaturperiode sein, nach 2 Jahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel bis zum Ende diese Regierung führen wird, weil dann müsste die CDU in 4 Jahren mit einem neuen Kanzlerkandidaten, neues Blatt, in die Regierung gehen. Da würde ich mir schon vorstellen, dass in 2 Jahren vielleicht noch ein Kanzler gab, wenn für Merkel sich eine Option ergeben könnte, wo auch immer, UN, Europa, was auch immer, Weltregierung. Was ich so einschätze, dass das in so eine Richtung gehen könnte. Aber ich denke, sie werden zusammengezwungen, vor allen Dingen dadurch, dass wir präsent sind, dadurch, dass wir vernünftige Politik machen, dass wir in den Ländern vertreten sind und dass wir weiterhin eine gute Politik im Bundestag machen.